Die Schnäuzergruppe Maria Alm hat gemeinsam mit Marianne Hengel von den sozialen Diensten der Kapuziner zu einer ganz besonderen Weihnachtslesung in die Wallfahrtskirchen in Maria Alm geladen. In diesem stimmungsvollen Ambiente hat Barbara Stöckl aus ihrem neuen Buch Literarische Kostbarkeiten rund um die Adventzeit zum Besten gegeben. Die besonderen Texte haben die fünf Zuhörer Zeit zum Besinnen und Nachdenken gegeben. Das Jahr 2012 geht dem Ende zu und viele Menschen nehmen die Gelegenheit wahr, sich zu besinnen und entgegen jedem Weihnachtstrubel und jeder Geschenkeliste darüber nachzudenken, wofür man dankbar sein kann. Die vielseitige Fernsehjournalistin Barbara Stöckl sieht in der Dankbarkeit eine wichtige Haltung dem Leben gegenüber und erzählt in ihrem kürzlich erschienenen Buch in sehr persönlichen Geschichten von diesen Momenten und Begegnungen der Dankbarkeit in ihrem Leben. Ich habe viele Chancen und viel Glück gehabt in meinem Leben und daraus entsteht auch eine Dankbarkeit und eine Selbstverständlichkeit, dass man teilt, dass man auf die Menschen schaut, denen es nicht ganz so gut geht. Und ich muss sagen, dass ich von solchen Menschen wie der Marianne Hengel unendlich viel lerne und profitiere. Wenn ich sehe, wie sie durchs Leben geht, mit welcher Größe, mit welcher Hartnäckigkeit, mit welcher Beharrlichkeit und das, obwohl sie in einer eingeschränkten Lebenssituation durch ihre Behinderung ist. Da kann man sich schon ein Stück abschneiden und diese Erfahrungen machen mich immer wieder demütig, aber auch sehr dankbar. Barbara Stöckl unterstützt mit ihrer Lesung die Bädersanierung im Elisabethinum Axams. Das Elisabethinum ist ein Förderzentrum für junge Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Ich möchte nicht versuchen, Geld aufzutreiben und die Leute wissen zu lassen, dass es uns schlecht geht. Es geht uns genauso gut in dieser Gesellschaft, dass wir auf der Welt sein können. Aber der Staat hat einfach zu wenig Geld, um unsere Grundbedürfnisse zu decken. Zum Beispiel geht es um elektrische Badewannen, damit wir besser in die Badewanne einsteigen können. Deshalb versuchen wir einfach mit Hilfsmitteln unser Leben zu erleichtern, dass wir auch, also wir Menschen mit Behinderung, einfach in Würde einfach gewisse Dinge leichter und unbeschwerlicher machen können und dadurch einfach auch unseren Pflegern und Assistenten und Assistentinnen, die uns begleiten, einfach das Leben dadurch auch erleichtern. Die Weihnachtszeit ist also viel mehr als der eigene Wunsch. Es ist das Miteinander, es ist die Musik, die uns vielleicht inspiriert, es ist das besondere Licht, das oft Alltägliches aus einem neuen Blickwinkel erscheinen lässt. Ich glaube, dass das Wesentliche, was wir von der Weihnachtsbotschaft heute lernen können, und das zeigt ja auch eine Zeit, die für viele schwieriger geworden ist, wo vieles aufbricht oder zusammenbricht, ist für mich dieses Gefühl, dass wir gut aufeinander aufpassen müssen. Das wird für mich immer wichtiger, auf den anderen schauen, aufeinander aufpassen. Das ist für mich Weihnachten 2012. Die Werte, was zählen, das haben wir heute mitgemacht. Es war ein Nachmittag, der was uns wirklich zum Nachdenken gebraucht hat. Wir sollten auch unser Leben so bestreiten und meine Vorsätze fürs Leben sind einfach auch in der Allgemeinheit und für unsere dörfliche Gemeinschaft dieses vorzuleben und an die Leute weiterzugeben. Im Anschluss an die Lesung konnte man noch den traditionellen Adventmarkt in Maria Alm besuchen oder es sich in der gemütlichen Stube im Hotel Eder bei guter Speis und Adventmusik gemütlich machen, um den Nachmittag ausklingen zu lassen. Wir haben ganz, ganz viele Menschen und deren Herzen bewegt. Das ist ja, sage ich immer, noch wichtiger wie das Geld, weil wichtig ist, dass man Menschen an der Seite hat, die Botschafter sein, die sagen, ich möchte eine Tat setzen, ich möchte den Menschen helfen, ich bin nicht nur allein auf der Welt. Natürlich braucht man die finanziellen Mittel auch, um diese Dinge zu finanzieren, die uns das Leben erleichtern. Aber in erster Linie, und deshalb war es heute Maria Alm so ein Erfolg, weil wir sehr viele Herzen berührt haben.
Das war's vom Brauchtumseck auf RTS. Zahlreiche volkskulturelle Adventveranstaltungen können in den nächsten Tagen noch besucht werden und sollen uns ein bisschen Zeit noch zum Einwenig werden geben. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Advent, eine gute Zeit. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Pfiat euch.